Hi, ich bin Kathi von Mathekicker und ich zeige euch heute, wie ihr den Flächeninhalt berechnen könnt, der von einem Funktionsgraphen und der x-Achse eingeschlossen wird. Zum allgemeinen Vorgehen, als allererstes müsst ihr immer die Nullstellen der Funktion bestimmen. Diese werden dann nämlich unsere Integrationsgrenzen sein. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, wie ihr Nullstellen von einer Funktion bestimmen könnt, dann könnt ihr euch dazu auch gerne noch eins von unseren Videos anschauen. Im zweiten Teil berechnet ihr dann das folgende Integral. Wir nehmen das Integral über f von x. Die Grenzen sind unsere zuvor berechneten Nullstellen a und b. Wichtig ist, dass wir hiervon den Betrag nehmen. Ein Flächeninhalt kann nämlich immer nur positive Werte annehmen. Das heißt, das ist unser a. In dem Fall, in dem wir bei den Nullstellen zwei Werte erhalten. Erhaltet ihr bei der Nullstellenberechnung allerdings drei Werte, dann besteht der Gesamtflächeninhalt, den wir berechnen müssen, aus zwei einzelnen Flächen, wenn wir drei Nullstellen gegeben haben. Das heißt also, wir berechnen den gesamten Flächeninhalt, indem wir die beiden einzelnen Flächeninhalte addieren. Die beiden einzelnen Flächeninhalte sind dann jeweils das Integral von der ersten Nullstelle bis zur zweiten plus das Integral von der zweiten Nullstelle bis zur dritten. Ihr müsst hierbei natürlich aufpassen, dass a, b und c in der richtigen Reihenfolge sind. A ist der kleinste Wert und c der größte. Hierbei jeweils den Betrag nehmen, addieren und so erhalten wir den gesamten Flächeninhalt, der gesucht ist. Genau, ich habe euch jetzt auch hier ein Beispiel mitgebracht zu diesem zweiten Fall. Was passiert also, wenn ich drei Nullstellen erhalte? Wir haben die Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 5x² plus 6x. Ich habe sie euch hier auch nochmal skizziert. Das heißt, wir können auch schon auf den ersten Blick erkennen, dass der Funktionsgraph mit der x-Achse zwei Flächen eingrenzt. Das ist einmal hier a1, diese Fläche und diese Fläche. Deswegen erhalten wir auch drei Nullstellen, wenn wir die Nullstellen von f von x bestimmen. Nämlich 0, 2 und 3. Das ist hier der erste Schritt. So, wie ich jetzt vorher erklärt habe, berechnen wir erst einmal den ersten Flächeninhalt a1. Das heißt, ich nehme den Betrag von dem Integral von meiner Funktion f von x. Meine Grenzen sind die erste Nullstelle und die zweite, also von 0 bis 2 integriere ich. Dazu muss ich im ersten Schritt die Stammfunktion bilden. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie man die Stammfunktion zu einer Funktion bestimmen kann, kannst du dir dazu ebenfalls ein Video anschauen. Die Stammfunktion ist 1 Viertel x hoch 4 minus 5 x hoch 3 plus 3 x². Wir schreiben wieder diese Stammfunktion in eckige Klammern und behalten unsere Integrationsgrenzen 0 und 2 bei. Im nächsten Schritt müssen wir nun zunächst einmal die obere Grenze, das heißt 2, in unserer Stammfunktion einsetzen. Das ist quasi der Teil hier, 1 Viertel 2 hoch 4 minus 5 Drittel 2 hoch 3 plus 3 mal 2 im Quadrat. Davon ziehen wir ab und jetzt nicht vergessen, eine Klammer darum zu setzen. Nochmal die Stammfunktion, in die wir dieses Mal 0 eingesetzt haben. Das ist der Teil hier. So, ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt, damit ich das euch prägnanter hier darstellen kann. Dieser Teil ergibt 0 insgesamt. Das könnt ihr ganz leicht überprüfen. Und der Teil hier vorne, da müsst ihr einfach eben 2 hoch 4 erstmal berechnen, 2 hoch 3, 2 im Quadrat, dann mit den Faktoren multiplizieren. Das ergibt dann insgesamt 8 Drittel. Genau. Der zweite Flächeninhalt, also den zweiten Flächeninhalt, berechnen wir auf dieselbe Weise. Ihr müsst jetzt nur beachten, dass unsere Grenzen jetzt 2 und 3 sind. Das heißt quasi die zweite und dritte Nullstelle. Wir haben immer noch den gleichen Funktionsterm, das heißt hier auch die gleiche Stammfunktion. Dieses Mal setzen wir die Grenzen 2 und 3, wie gesagt, ein. Erhalten dann hier, das ist die Stammfunktion, in die ich 3 eingesetzt habe, 1 Viertel 3 hoch 4 minus 5 Drittel 3 hoch 3, tut mir leid, das ist ein kleiner Fehler, plus 3 mal 3 im Quadrat.
Minus und jetzt eben den gleichen Term, in den ich 2 eingesetzt habe. Ich habe das ebenfalls verkürzt. Den Teil haben wir eigentlich sogar schon hier oben berechnet. Das spart ihr Zeit, wenn euch sowas auffällt. Das Ergebnis sind 5/12. So, wie gesagt, beträgt jetzt unser gesamter Flächeninhalt groß A, besteht aus der Summe von A1, das heißt 8/3, und A2, das sind unsere 5/12. Nochmal überlegen, wie man jetzt Brüche miteinander addiert. Wir müssen sie auf den gleichen Nenner bringen, das heißt die 8/3 bringen wir hier unten auf 12. Dann können wir das Ganze addieren, das sind 32/12 plus 5/12, ergibt 37/12. Das war das Wichtigste dazu, wie du den Flächeninhalt zwischen einem Funktionsgraphen und der X-Achse ausrechnen kannst. Hol dir den Kick gerne auch beim nächsten Mathe-Video.